Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, der Onkel Retro. Freunde, die Zeit vergeht ja wirklich mit rasender Geschwindigkeit. Es ist jetzt schon über eine Woche her, dass ich Geburtstag hatte. Ja, am 5. März war es ja soweit und ich darf sagen, es war ein wirklich schöner Tag im Kreis der Familie. Wir sind gemeinsam frühstücken gegangen und haben ein paar schöne Stunden zusammen verbracht. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram und Facebook folgen, die haben sicherlich die entsprechenden Fotos auch schon gesehen. Ja, ich muss sagen, es war wirklich ein richtig schöner Tag. Ja, und tatsächlich gab es auch ein paar Geschenke für den Onkel Retro. Und ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen was von dem, was ich bekommen habe. Nicht alles, aber einen Teil. Es gibt auch Sachen, die kann ich euch nicht zeigen, weil sie einfach nicht mehr da sind. Ich habe zum Beispiel von meinen Eltern einen leckeren Kuchen bekommen. Der war natürlich am nächsten Tag spät schon weg. Und ja, dann bekam ich auch noch eine Topfpflanze. Die steht auch hinten auf meiner Fensterbank. Die möchte ich jetzt auch nicht unbedingt hier rüberholen. Werdet ihr verstehen. Ja, persönliche Geburtstagskarten. Auch die halte ich natürlich aus verständlichen Gründen nicht in die Kamera. Aber ich zeige euch ein paar andere Dinge, die ich bekommen habe. Zum Beispiel hat meine Familie mir eine neue Masters-Figur finanziert. Und ich sage ganz bewusst finanziert, weil meine Eltern sind natürlich nicht losgegangen und haben eine Figur gekauft. Das kann man nun wirklich nie von denen verlangen. Nein, sie schenkt mir einen Gutschein und für diesen Gutschein habe ich mir dann selber eine Figur gegönnt. Und zwar ist das Skeletor aus dem 1987er Kinofilm. Diese Figur wollte ich von dem Moment an haben, wo ich erfahren habe, dass sie erscheinen wird. Weil ja, die Figur sieht einfach nur klasse aus. Und selbstverständlich wird diese Figur auch ein sehr ausführliches Unboxing-Video bekommen. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich lege sie jetzt einfach dezent zur Seite und schaut euch die Tage einfach das Unboxing-Video an. Da sprechen wir dann ganz genau über diese Figur bis ins kleinste Detail. Ja. Ich muss sagen, ich freue mich, weil wir alle wissen, Masters-Figuren sind nicht gerade billig. Besonders Masterverse-Figuren, wenn sie neu rauskommen, sind nicht billig. Und ja, dass ich mir dann quasi zum Geburtstag selber eine kaufen durfte, ohne sie zu bezahlen, das war nicht schon klasse. Also da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut. So, dann möchte ich euch noch ein paar Dinge zeigen, die ich von der guten Torfina bekommen habe. Ja. Und zwar haben wir hier einen Plüsch-Grogu. Der ist wirklich süß. Ich sage ja teilweise immer noch Baby Yoda dazu, ne? Obwohl wir ja alle wissen, er heißt Grogu. Und ich habe ja akzeptiert, dass er Grogu heißt und nicht Baby Yoda. Aber naja, die Diskussion könnte man ewig so weiterführen, wenn man es denn möchte. So. Auch das hier ist sehr interessant, dieses Gefäß, das wirklich sehr edel aussieht. Aufzuklappern. So. Wie gesagt, dieses Gefäß sieht sehr edel aus. Könnte man Bonbons reintun oder Taschentücher. Dafür ist es aber nicht gedacht, sondern ist tatsächlich zum Räuchern gedacht. Also wenn ich mal meine Wohnung abfacke, nein, ihr wisst alle, was Räuchern ist, mein Gott. Dann ist dieses Gefäß sicherlich sehr gut dafür geeignet. Ich habe ja bereits ein kleines Räuchergefäß, aber ganz ehrlich, das sieht nicht mal ansatzweise so schön aus wie das hier. Also, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wenn wir schon räuchern, dann machen wir es auch richtig. Und zwar haben wir hier noch ein geweihtes Kreuz. Ja, es ist nicht irgendein Jesuskreuz, es ist wirklich in der Kirche geweiht worden. Ja, für mich als Christ natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Ja, die besten Ideen, ob es jetzt für Videos oder für andere Dinge sind, ihr kennt das selbst, die besten Ideen kommen spontan. Und genauso spontan, wie diese Ideen kommen, so genauso schnell sind sie auch wieder weg, wenn man sie nicht irgendwo niederschreibt. Und gerade ich mit meinem fortgeschrittenen Alter sollte mir gelegentlich Notizen machen. Und dafür habe ich dieses Büchlein hier bekommen, dieses Notizbüchlein mit meinem Namen drauf. Also, dies ist unverkennbar mein Buch. Und ja, ich werde es sicherlich nutzen, um den ein oder anderen Gedanken niederzuschreiben. So, dann gab es abschließend noch etwas, was gar nicht speziell ein Geburtstagsgeschenk war. Ich habe es eigentlich schon früher geschenkt gekriegt. Ich habe es nur immer wieder vergessen mitzunehmen. Und Torfina ist nämlich auch eine begnadete Zeichnerin. Also, falls ihr mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen solltet, dann werdet ihr sicherlich das ein oder andere Bild sehen, das sie dort gezeichnet hat. Und ja, guckt mal, ihr Masters-Fans, unverkennbar
der Schlangenkönig Hiss in seiner wahren Gestalt mit drei Schlangenköpfen. Finde ich richtig cool. Also mir gefällt das Bild wirklich sehr. So, meine lieben Freunde. Und das war's an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr dieses kurze Video geschaut habt. Viele von euch haben mir auch gratuliert zum Geburtstag auf verschiedenen Wegen. Über Facebook, Instagram, WhatsApp, auch hier auf YouTube. Und ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Und ja, möge das neue Jahr uns viele Masters-Figuren zu erschwinglichen Preisen bringen. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und ja, freut euch schon mal auf das Unboxing-Video von dem Movie Skeletor. Macht's gut, euer Retro!